heute in Wildenloh beim Trimlich-Park und treffe Professor Jürgen Diekert, der vor 40 Jahren diesen Park konzipiert hat. Warm gemacht habe ich mich schon und gleich wird der Herr, der im Übrigen 78 ist, meine Fitness testen. Wir schauen mal, wie gut ich drauf bin. Guten Tag, Herr Professor Diekert. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dann würde mich natürlich interessieren, wie sind Sie damals auf die Idee gekommen? Gut, dieser Trimpark ist entwickelt worden im Rahmen der Trim-Aktion des Deutschen Sportbundes. Ich war damals zuständig dafür und wir sagten, Trimmen in Sporthallen, in Fitnessstudios, das kann ja gut sein und Schwimmen ist auch gut, aber hinaus in die Natur. Also zurück zur Natur. Los geht's mit Laufen. Professor Diekert hat offenbar Verstärkung bestellt. Wir nehmen hier die Dame zwischen uns. Juhu, genau mein Tempo. Geradeaus laufen klappt ja bestens, obwohl... Und ab wie viel Kilometer kriegen Sie so Seitenstiche? Nächste Übung, Bauchmuskeln. Herüber die Beine und wieder herüber. Okay, und wenn Sie in einer halben Stunde hier rüberkommen, dann bin ich immer noch dabei. Eine halbe Stunde? Ja, Laufen, Bauchmuskel und jetzt die Oberarme. Bevor wir die nächste Übung machen, muss ich erst mal die Jacke loswerden. Und ziehen, ziehen, lächeln. Wunderbar. Okay, leicht geschummelt. Mit meinen Informatikerarmen ist da nichts zu machen. In der Disziplin bin ich richtig gut. Weiter geht's mit Boxspringen. Ganz einfache Geräte zur Koordination, zur Stärkung der Beinmuskulatur. Und damit Sie das wissen, wie das geht, ich zeige es Ihnen noch einmal gerne. Bitte schön. Okay, ich fange mal bei den Kindern an. Kurze Pause. Ich frage mich, was diesen fitten Herrn damals zum Bau des Parks veranlasst hat. Wir haben die Gesundheitsberichte der Bundesregierung gelesen. Und danach der normale Deutsche so fettleibig gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Hilfe geben. Und diese Hilfe ist Laufen und sich bewegen. Und am besten sich bewegen im Walde und deswegen der Trimpark. Ja, meinen Gleichgewichtssinn habe ich auch geübt heute. Herr Professor Diekert, Sie sind ja wirklich fit wie ein Turnschuh, habe ich jetzt gesehen. Was ist denn so Ihre Diagnose? Wie sieht es mit meiner Fitness aus? Naja, so ganz fit bin ich nicht, etwas altersgeschädigt, aber Sie haben Zukunft. Und wenn Sie ein bisschen die Oberarmmuskulatur und die Oberschenkelmuskulatur weiterentwickeln, dann haben Sie auch Zukunft. Aber Sie besitzen schon etwas. Das ist eine vorzügliche Koordination und die hilft immer. Ja, herzlichen Dank. Da besteht ja doch noch Hoffnung. Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.